Frohe Weihnachten euch allen. Ja, fühlt euch alle angesprochen. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest und sehr, sehr viele Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, wie es auch hier so ist. Also hier sind ja auch sehr viele und sehr große Geschenke darunter. Auch hier ein Herz, also auch ganz viel Liebe. Ich hoffe, ihr kriegt auch Geschenke, die mit viel Liebe gemacht wurden und dass ihr euch an Weihnachten einfach mal freut. Das ist ja eigentlich der Jahreshöhepunkt, wie man so schön sagt, für die Leute, die halt gerne Geschenke bekommen. Und ihr fragt euch sicherlich, wo ich gerade bin. Ja, ich habe mal wieder was vorbereitet, wie auch die Jahre davor. Und zwar habe ich mir mal so eine Minecraft-Map gedownloadet und werde die jetzt nun ein bisschen erkunden. Das ist die Map Nordpol, also es ist so eine kleine Weihnachtsstadt. Und ja, die werde ich heute, in der heutigen Folge, erkunden. Und wir sind ja auch in der Minecraft-Version 1.7.4. Und ihr hört es auch schon, die Hintergrundmusik, das ist die Minecraft-Hintergrundmusik. Das ist wirklich die Minecraft-Hintergrundmusik. Die ist wirklich anders. Das haben sie, finde ich, gut hingekriegt. Und ja, dann wollen wir diese Stadt doch einfach mal erkunden. Fangen wir mal hier links an. Was ist denn das hier? Blushy Evergreens Cabin. Ah, eine Kabine von Blushy Evergreen. Ja, das ist doch aber wirklich lustig. Guck mal, hier. Da kann man schön was essen hier auf diesen Platten. Ja, das soll in der Tische sein. Und hier. Ah, nix drinne. Wie kann der Ofen an sein ohne... Ja? Wusste ich gar nicht, dass es geht. Ich dachte, er wäre dann immer aus. Also, ein Kühlschrank und... Ach, Wasser, Alter. Ich möchte trinken. Oh, da geht's ja auch noch hoch. Oh, das ist sehr schön. Das ist sehr schön, da geht's hoch. Was ist das denn? Lederstiefel? Nö, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Ist es gerade Nacht oder... Ich weiß es nicht. Ah, nee, wir können ja leider nicht schlafen. Das tut mir leid, wir können nicht schlafen. Übrigens, ich habe jetzt meine neue Festplatte drin, ne? Ich habe das ja so aufgeteilt, dass ich das auf 450 und 450 gemacht habe und dass die eine halt nur für Let's Plays ist und die andere für Spiele. Da habe ich das schön systematisch eingeteilt. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder längere Aufnahmesessions machen. Auch wenn ich mit einem ein Together mache, kann ich dann auch mal länger mit euch was machen. Oh, was sind das da oben? Oh, wie niedlich. Oh, da fliegen wir gleich mal hoch. Aber ich kann dann halt mit euch länger was machen, sodass ich dann halt an einem Tag vielleicht 6 Folgen mit euch aufnehmen kann, anstatt nur einer oder so. Und dann halt, dass es so weitergeht. Peppermint-Sticks und Sugar Plum Mary's Cotsy Cottage. Was ist das? Also der Name hört sich ja schon sehr, sehr komisch an. Und was sind das denn hier für Gemälde? Oh, ein Totenkopf. Oh. Das, schreit doch förmlich, dass man da reingeht. Und hier hat man hier eine schöne Terrasse. Das ist ein schöner Ausblick hier. Ja, alles so weiß. Wer hat das bloß alles so weiß gemacht? Ja, hat der Weihnachtsmann da auf die Welt gewichst oder wer war das? Ja, das, ja, da müsst ihr mal gucken, wer das gemacht hat. Ich weiß nicht, ich bin unschuldig. Wie geht's denn dahin? Aber erstmal, auch ein schönes Panoramabild. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier gibt es auch noch was. Und wer hat das hier schon wieder weiß gemacht? Ja, das ist aber... Das sind Klamotten, die weiß gemacht wurden. Da hat wirklich jemand drauf gewichst. Also das muss wirklich so sein. Ja, so. Da schon wieder. Ah, hier hat man... Also wenn man hier aus dem Bett aufsteht, hat man, finde ich, einen schönen Ausblick auf... Ja, auf das hier, was hier so davor ist. Das finde ich schön. Und hier hat man auch den Ausblick auf den Hinterhof. Das ist... Dann auch mal schön. So. Was ist denn hier? Oh, eine Höhle. Es ist etwa die Höhle vom Weihnachtsmann. Was macht das? Macht das? Oh. Die Höhle kann man also verstecken und... Boah. Das ist ein ganz guter Trick, muss ich sagen. Also wenn man hier so steht. Und dieses Dingens hier mit Schnee oder so verdeckt ist, kommt man gar nicht drauf, dass es eine Höhle hier ist. So macht man einfach diese Höhle auf. Und guckt und guckt. Und man wundert sich, was ist denn hier? Was ist denn hier? Oh, ja. Das ist doch mal schön. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier hinkommen. Aber wir gehen gleich wieder in die Stadt zurück, wenn das hier zu weit abweicht. Aber wir gucken uns alles hier nochmal genau an. Das ist die Weihnachtsstadt. Und ich finde diese neue Minecraft-Musik irgendwie voll geil. Muss ich nochmal so sagen. Also, die ist...
Ich finde die geil. Die geht mir nicht mehr so auf die Nerven wie diese Klavierspieler-Dinger. Ah, oh, was ist das denn hier? Ein riesiges Lagerfeuer. Ja, es soll ein Scheiterhaufen sein. Da wurde der Weihnachtsmann verbrannt. Nee, da wurde Jesus verbrannt. Der ist ja... Nein, nee, der ist geboren, ne? Am 24. Ja, der ist wieder verbrannt worden. Was soll das denn hier sein? Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Vielleicht wisst ihr es. Wenn ihr es wisst, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Da wären wir doch sehr interessiert davon. Und hier ist schon wieder alles weiß. Ja. Eine ganze weiße Spur hier. Geht mir langsam auf den Keks. Ja, auf den Keks wollt ihr auch ein? Ja, dann gebt dem Video ein Like, dann kriegt ihr einen Keks. Hä? Sind wir da? Hier sind wir hergekommen. Ach so, ja, das war ja das mit dem Totenkopf. Der Totenkopf zeigt wohl dahin, also dass man dann halt da in dem Lagerfeuer, dass es halt tödlich enden kann. Darauf soll es wohl hinweisen. Bin mir ja nicht sicher, aber es könnte so sein. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal, da ist so ein... Das sind Laternen, sollen das, glaube ich, darstellen, oder? Sind aber sehr, sehr riesige Laternen. Sehr, sehr riesige. Wenn ich das mal so sehe. Shinny Appetree's Home. Aha. Das ist eine englische Map, nur zur Info, ne? Also, ich habe die jetzt nicht so ausgesucht. Hier kann man sich wieder hinsetzen. Und da ist ein Kühlschrank. Und hier mal wieder so ein Ofen. Ah, ein Ofen. Ah, komm, hier kann mich verbrennen. Ne, kann ich leider nicht. Auch wieder ein schöner Anblick hier auf die Bäume, muss ich mal sagen. Also, das ist toll. Es ist das Haus nur so klein, geht es denn nicht hoch? Och, das ist aber schade. Da oben sind doch Fenster, da muss es doch hochgehen. Ach doch. Oh ja, da gucke mal. Da übersieht man es ganz schnell. Ah, hier kann man auch schön schlafen. Dann wacht man so auf. Und dann, oh, hier ist die schöne Stadt. Meine schöne Weihnachtsstadt. Ist das nicht schön? Nur wieder Klamotten zum Anziehen. Aber wenn der gute Herr aufsteht, muss er ja mal wieder was zum Anziehen haben, oder? Naja, muss ja. Sieht so aus wie so ein NPC-Dorf, das halt so weihnachtlich eingerichtet wurde. Was ist denn da drin, ne? Springen wir mal da rein. Anscheinend ist hier nix. Ich bin ja im Brunnen. Ich ertrinke. Ja. Ne, hier wollen wir nicht ertrinken. Wir wollen nicht ertrinken. Und da waren wir schon, glaube ich, ne? Da waren wir. Also ist das ja das nächste Haus, was wir uns angucken. Und das ist das Haus Wunors Openlace Residence. Was haben die denn so komische Namen? Das finde ich aber komisch. Ja, komisch ist komisch, muss ich sagen. Also die haben alle so Essensstuben da drin. Ne? Das ist auch mal ganz lustig. Aber hier, also ist das nicht schön, wenn man hier so schlafen geht? So schöne Schlafen neben so einem schönen Feuer. Das ist doch im Winter sehr, sehr gemütlich, muss ich doch mal sagen. Aber, nee, da ist keine drin, ne? Aber wenn man dann aufwacht und diesen Creeper-Kopf hier sieht, dann denkt man sich, ach du heiliger fucking Shit, ich sterbe. Ja, das sollte mich sich dann mal eher überlegen, ob man den da hinstellt oder nicht. Könnte auch für Besucher abschreckend sein. Wie weit geht's hier noch hoch? Hier ist ein bisschen einsam, hier zu schlafen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man hier rausguckt, dennoch sieht's gemütlich aus, aber... Sehr, sehr schöne Einrichtung, die man hier hat. Aber hier oben wäre es mal wieder von der Perspektive... Oh, da sind wieder Kleider drin. Von der Perspektive wieder richtig schön. Weil hier hat man einen direkten Ausblick auf diese Weihnachtsstadt. Also hier würde ich ganz gerne schlafen. Wenn man hier mal schlafen müsste, würde ich das dir empfehlen. Ach ja, falls ihr euch die Map auch mal selber genauer angucken möchtet. Ich habe die Map in der Videobeschreibung verlinkt. Also nur zur Info... Dann könnt ihr ja auch mal gucken, was hier so auf der Map abgeht. Was ist das denn für ein großes Haus? Sieht aus wie ein Stall, oder? Pferdeställe. Ja, sieht so aus. Cupid. Donner. Achso, so heißen die ganzen Pferde. Blitzen, Blitzen. Rudolf, wo hat no Swain dir? Yay, yeah, hier ist Rudolf drinne. Aber irgendwie ist hier kein Rudolf drinne. No. Irgendwie nicht. Was ist da drin? Das hat keinen Namen. Das hat keinen Namen. Warte, dann benennen wir es doch mal. Wir benennen. Hier ist Bjarni Boy. Ja, genau. Nee, das muss in der Mitte sein. Nein, das muss in die Mitte. Ja, Bjarni Boy. Wir verewigen uns hier drauf. Ja, ist doch mal ganz lustig. Dasher. Dasher kenne ich. Dancer. Warum Tanzer? Bronzer.
Wichsen. Wichsen. Oh, ein Pferd, das heißt Wichsen. Boah, wie geil. Also, das hat hier bestimmt richtig viel rumgewichst. Deswegen, ja, ist es hier auch so komisch. Komet. Ein Komet. Ist auch mal ganz nett, ein Komet als Pferd zu haben. Ja, wer will das nicht? Ein Komet. Wenn man das mal so bedenkt. Oh, was ist denn das hier? Das ist also der Dachboden. Das ist ein interessanter Dachboden, der für alle mal interessant werden könnte, falls man sich mal auf den Dachboden verstecken will und hier ganz gerne mal, ja, sagen wir mal, ein Versteckspiel spielen möchte oder so, dann kann man sich hier schön dahinter verkriechen. Doch, ducken kann man sich, aber nicht so in der Art. Schön dahinter verkriechen und sich verstecken. Könnte man auch mal so machen, so dass man hier auf dieser Map mal Verstecken spielt. Das wäre vielleicht eine Anregung an euch. Vielleicht können wir das ja mal machen und dann halt aufnehmen. Das wäre bestimmt ganz witzig, ne? So Verstecken. So, wer versteckt sich und wer sucht und so. Das wäre bestimmt richtig witzig. Also, da würde ich dann doch ganz gerne mal auch was im Let's Play Forum posten. Wunos Open Slate. Meet Santa. Da kann man Santa treffen. Oh, wie geil. Was ist denn hier zunächst mal? This week special. Spaghetti und Mappelsirup. Buddy Sweet Check und Size Power Small 1, 2, 3. 3 Euro für ein großes? Wollt ihr mich verarschen? Ist aber teuer. Aber wirklich teuer. Dann verkaufe ich hier. Ich verkaufe. Ja, das ist ja meines. So, gehen wir mal nach unten. Was ist denn da unten? Was ist da? Oh, eine Dancefläche. Tanz, Tanz, Tanz. Way. Oh, wir schlafen hier. Hier schlafen wir gemütlich neben der Tanzfläche. Wir waren so erschöpft vom Tanzen, dass wir hier schlafen mussten. Ja, und da ist der Ofen. Ja, ein schöner Ofen. Der ist ja auch schön warm. Da kann man ja auch schön schlafen. Jetzt ist wieder Tag. Und, wo war ich denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich mir ganz die Orientierung verloren. Ja, hier. Aha. Ach so. Worum wollten wir denn gehen? Santas Workshop, Alabaster Snowball. Wohin gehen wir zuerst? Würde man sagen, zu Alabaster Snowball. Ja, gehen wir mal zum Schneeball. Also, der Schneeball. Alabaster Snowballs Home. Ja, sein Zuhause. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber vielleicht ein netter Typ. Ja, dann kann man sich schön mal wieder im Feuer. Ich brenne. Ich brenne. Oh. Ja, das kann man auch hier. Das ist ein schönes Selbstmordziel, muss ich sagen. Was ist das denn hier? Ich weiß nicht, was das darstellen soll, aber okay, hier noch ein Doppelbett. Falls man mal ein verliebtes Paar hat, das kann sich hier hingesellen, dann kann man mal zusammen schlafen. Ist auch mal ganz nett, ne? Ja, das ist auch mal nett, also. So. Bevor, also geradeaus würde ich noch nicht gehen. Ich würde ja jetzt erstmal links in das Haus gehen. Weil, sieht so aus, als ob sich die Map schon dem Ende zunaht, aber ich weiß es nicht. Ich erkunde das hier einfach alles mal für euch. Ich hoffe, es gefällt euch bislang. Ich versuche, mir auch hier Mühe zu geben. Also, es gibt jetzt Holzknöpfe. Wusste ich gar nicht. Wusste ich wirklich nicht. Ich versuche mir jetzt auch Mühe zu geben in dieser Folge heute. Und ich hoffe, dass ihr das auch seht. Caution. Caution Danger. Oh, ist das denn hier für ein Zug? Ein Zug. Boxotron 4500. Toy Packaging Area. Ach so. Ach, hier werden die Geschenke verpackt. Aha. Bewirken die Hebel irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ja. Wer will denn schon ein Creeper-Geschenk, ein Creeper-Kopf als Geschenk haben? Keep hands and ears away from conveyor. Ne. Warum? Warum? Warum Hände weg? Ne? Ja, die Hände gehen da nicht weg. Stocking suffers. Aha. Aha, der Creeper hier. Final Inspection und Name Label. Ja. Ja, der hier Creeper. Ja, was macht der hier? Die wurden alle geköpft und jetzt werden sie zu Weihnachtsspielzeugen verarbeitet. Das ist die Masche des, des Weihnachtsmanns. Der köpft alle Creeper und verarbeitet sie dann zu Weihnachtsspielzeugen. Ja. Das ist seine Masche. So ein Psychopath, ne? Bernhard Elf, Cedar Toy Builder. Aha. Von der Firma, also Elfbreak Arena. Also hier können die Elfen Pause machen und den Kuchen essen. Hier, do not eat or drink on the workfloor. High discrimination is
Warum hohe Diskrimination? CUR11 Union Weep About Complain. Also, nee, man darf hier nicht, doch nicht essen. Ne, man darf hier nicht essen. Do not eat steht ja da. Days since last injury. Letzte Verletzung. Ja, Injury ist Verletzung. 364 Tage. Warum hatte der vor allem? Ja, Verletzung. Was war da? Genau, downloade doch nicht Musik von Elfentorrent. Wer bist du denn? Das ist illegal. Und naja, unterstützt doch lieber die Musiker. Das ist doch viel besser. Please clean your own mess. Genau, mach mal sauber hier. Wenn du hier gegessen hast, dann mach sauber. North Pole Holiday Party is postponed until New Year's. Open Elf Wallman ist. Ach so, die Elfen haben vom 1. bis 23. Dezember geöffnet und die Elfenmail ist ein offizielles Spielzeug. Ja, die Elfmail ist for official toy business only. Ja, nur für toy business. Wakes 2 10 minutes, 1 30 minutes per 15. Also die haben 14 Stunden müssen sie arbeiten, Schicht, ne? Und die erste Pause ist dann 30 Minuten lang und die zweite 10. Also wenn du so eine kurze Pause hast bei 14 Stunden arbeiten, ne, das, ne, das wäre ein bisschen doof, finde ich. Warning, Dwarvensmiths only, was ist das? Toy Making Up Dingens. Aber wenn man ja Zeit, ich kann ja die Folge so lang drehen, wie ich mag. In or Hours of Fire, do not use elevator, use water instead. Ach, kein Fahrstuhl benutzen, nur Wasser benutzen. Finde ich aber komisch. Research and Development. Die Entwickler sind hier also zugange. Ja, dann gucken wir mal. Wir gehen die Schienen hoch, verbotenerweise. Und. Ah. Ach so, hier sind dann die ganzen Bücher für, wie man wissenschaftliche Sachen macht, wie man Tiere macht, wie man Autos baut und so. Ja, das ist ja alles in den Büchern festgehalten. Da müsste man mal lesen. Da kann man noch mehr hoch. Oh. Ja. Hier ging es dann so hoch. Deck 2. Trains and Cars. Aha. Da sind die ganzen Sachen schon verpackt. Und das ist heute halt hier die Packstation, sagen wir mal, wie beim DHL. Und die macht das hier schon. Stocking Stuffer Stuff-O-Matic. Ich weiß noch nicht, was es ist. Vielleicht wisst ihr das ja. Dann schreibt es doch in die Kommentare. Oh. Ja. Dann gehen wir mal hoch. Gehen wir mal hoch? Hey. Nee, da sind wir. Ach so, da sind wir. Ja, komm. Dann müssen wir doch mal hochgehen. Was ist denn hier noch ganz oben? Was ist hier? Ah. Noch ein schöner Dachboden. Oh, mit so vielen Schildern. ABC-Books, Football. Ach, hier sind dann auch nochmal die ganzen Geschenke. Verpackt. Ja, und die liegen hier alle so schön verpackt. Ja. Working, Sleeping, Elves Quartier. Ja, hier schlafen die Elfen. Ist doch ganz gemütlich hier so nebeneinander. Aber wenn da einer schnarcht, dann hast du ein Problem. Also, ne. Wenn da einer schnarcht, hast du ein Problem. Nintendo 64? Oh, geil. Boah, geil. Oh, ich will die ganzen Geschenke alle bekommen hier. Oh. Und hier. Oh. Hier sind Spinnen. Oh, hier ist alles voller Spinnennetze. Hier ist staubig auf dem Dachboden. Ja, mehr macht man hier nicht. Aber die Minecraft-Musik gefällt mir. Die ist wirklich so entspannt. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Also ein Lob hier an die Minecraft-Entwickler. Die finde ich tausendmal besser als die davor. Wollen wir doch jetzt mal den Weihnachtsbaum. Nee, den Weihnachtsmann besuchen wir. Ja, besuchen wir den Weihnachtsmann, danach den Baum. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir unseren Schlitten. Way, dashing through the snow. Oder so. Und, ja. So, da haben wir unseren Weihnachtsschlitten mal von oben gesehen. Ist doch mal sehr interessant, muss ich mal sagen. Sieht sehr, sehr schön aus. Respekt an die Leute, die das hier gebaut haben. Oh, was war das denn? Hat man da jetzt hier, was ist das? Boah, das ist aber neu in Minecraft. Also, das finde ich auch cool gemacht. Ho, 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 Merry Christmas. Wait here to sit on Santa's lap. Also, wer auf Santas Schoß sitzen möchte, muss hier warten. Kann er sich dann hier da draufsetzen. Das ist jetzt der Weihnachtsmann, ne? Ja, das ist er. Aber ich sag mal so, wenn der Weihnachtsmann eine Latte kriegt, dann seid ihr gefickt. Also, nur mal so. Das ist dann wohl euch überlassen, ne? Wenn man da auf dem Schoß von dem sitzen möchte. Aber naja. Gibt ja Leute, die sowas geil finden, ne? Also,
hat's alles schon gegeben. Oh, ach, da gibt's auch noch ein Haus. Oh, hier sind so viele Häuser. Muss ich mal sagen. Oh, was ist denn das hier? Das ist hier aber sehr, sehr abgelegen, muss ich sagen. Auf dem Eis? Sei still. Oder die Fische beißen nicht. Bite make shiny metals. Also, also hier kann man angeln. Ja. Also ich wollte doch mal da reinspringen. Und es war kalt. War sehr kalt. Es war minus 30 Grad da drin. Da bin ich fast erfroren. Dann haben wir hier, glaube ich, das letzte Haus für heute, oder? Was ist das? Santas Haus. Das Haus vom Weihnachtsmann. Das ist doch, also das Haus vom Weihnachtsmann, das Haus vom Nikolaus, das kennt ja jeder, wie das gemalt wird. Aber was vom Weihnachtsmann, das kennt man nicht so. Ist mir drinne, gar nichts. Also sollen wohl die ganzen Geschenke alle verpackt drinne sein. Zum Ausliefern bereit. Und ja, hier die ganzen Bücher. Ja, Bücher muss der Weihnachtsmann auch haben, damit er weiß, wie alles geht. Er muss ja vorher studiert haben. Was hat denn hier? Walk in. Don't forget a sweeter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Weiß ich nicht, was es ist. Ich glaube, hier kann man so eine Geschenke mal wieder ablagern. Aber sieht auch interessant aus. Dry Storage. Aha. Da wieder noch ein Lager. Storage ist ja ein Lager. Was dry ist, weiß ich jetzt nicht, ne? Aber, ja. Was ist hier? Spices and Herbs. Gewürze und andere Sachen. Gewürze. Hier sind Gewürze drin, ne? Aha. Das ist interessant. Gewürze. Ja, die mag ja der Weihnachtsmann. Der muss ja seinen großen, runden Bauch haben. Da muss er auch ordentlich fressen. Und das kann er nur, wenn die Sachen schmecken. Und dazu braucht man halt Gewürze. Deswegen lagern da auch so viele. Was ist das denn hier? Auch schon wieder ein Lager. Der Weihnachtsmann hat echt ein großes Lager. Ist sogar größer als das Lager von Amazon. Ja, Amazon hat aber ein großes Lager. Alles vom Weihnachtsmann ist tausendmal größer, wenn man sich das mal vorstellt, ne? Das ist der ganze Nordpol, das Lager vom Weihnachtsmann besteht aus dem gesamten Nordpol. Sowohl auf der Erde als auch unterirdisch. Ho, 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 ich bin der Weihnachtsmann. Ja, ich sitze jetzt auf meinem Thron und warte jetzt meine Elfendiener hier jetzt arbeiten für sie. Ja, das ist aber ein schöner Thron hier. Ein sehr, sehr schöner Thron. Das Respekt. Respekt. Und hier ist der Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Ja, wie grün sind deine Blätter. Mehr wurde hier nicht gebaut, oder? Oder habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich was übersehen habe. Naja, ich hoffe, das hat euch jetzt mal gefallen. So, das hier als kleines Weihnachtsspecial. Mal was anderes mal wieder. Ich lasse mir immer neue Ideen für euch einfallen. Das mache ich auch gerne. Und ja, das war dann halt mein Weihnachtsbeitrag zu Weihnachten 2013. Aus 2012 habt ihr ja vielleicht auch die anderen Sachen schon gesehen. Hat ja nur so ein Infovideo gemacht. Diesmal hier so ein Video, wo ich richtig mal spiele und so. Und bezüglich Weihnachten wünsche ich euch allen noch frohe Weihnachten, schöne Feiertage und lasst euch reich beschenken. Viele Geschenke, viel Liebe an Weihnachten und auf dass ihr alle glücklich mit euren Geschenken seid. Was ist das denn hier eigentlich? Ach so. Ah, was ist das? Ach so, ja. Dass ihr alle glücklich mit euren Geschenken seid und ja, also an Weihnachten soll man ja glücklich sein und das wünsche ich euch allen nochmal von Herzen und für alle, die dieses Video gucken, fühlt euch auch alle mal von mir beschenkt, vielleicht empfindet ihr dieses Video auch als Geschenk, das wäre natürlich auch mal schön, wenn ihr es dieses Jahr gut fandet, gebt dem Video einen Daumen hoch und ja, also falls ihr ja mich mal wieder unterstützen wollt, kommentiert und schreibt einfach eure Meinung zu diesem Video hier drunter. Das habe ich extra heute zu Weihnachten für euch gemacht und ich hoffe auch deswegen, dass es euch gefällt. Und dann verabschiedet sich Björni mit einem frohen Weihnachten und wir sehen uns dann vielleicht noch dieses Jahr oder dann halt auch wieder im nächsten Jahr mit den Let's Plays von Björni Boy wieder.